mein Gott, er nimmt schon wieder. Gerade jetzt eingeschaltet. Ja, okay, wunderschön. Herzlich willkommen. Ich mache einen fetten Beat, du machst die Antwort. Willkommen, oh Gott, willkommen bei Für Nüsse mit Dirk und Klaus. Mit dem roten Dirk. Ich bin total rot im Gesicht. Ich habe jetzt gerade, oh, ich fühle mich so eine Sekunde zu spät. Egal. Deswegen nennt man dich auch den roten Baron Münchhausen. Hörst du dich denn normal? Normal, also mit so ein bisschen Delay. Aber okay, ich würde sagen, wenn, dann liegt es eher an der Kabelverlängerung. Verdammte Verlängerung. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder zuhört bei Für Nüsse. Und auch diese Woche wird es... Oder dass ihr zum ersten Mal zuhört. Oder zum ersten Mal, genau. Es kann ja jedes Mal sein, zum dass... Ersten. Zum ersten Mal. Das ist halt, weil ich mich echt... Ich höre mich so ein bisschen, als ob ich als... weiß nicht, wie diese... Ich glaube, wenn ich ein bisschen... Brom würde es tiefer machen, Helium würde es höher machen, ne? Ist Brom nicht giftig? Ja, ich glaube, Helium darfst du jetzt auch nicht eine Flasche ausatmen. Naja, ein bisschen, wegatmen. Ein bisschen Helium. Was sagt man eigentlich, wenn man so eine Flasche Gas sich einverleibt, atmet man die weg? Ist es dann, Gott, ich habe eine ganze Flasche weggeatmet? Oder ist es... Kommt auf die Geschwindigkeit deines Konsums an. Also drehst du wirklich die... Du gehst jetzt zum Ballonverkäufer auf dem Jahrmarkt, hältst deinen Mund an das Ende, wo eigentlich die Luftballons rankommen und... Du riechst die ganze Flasche. Hast du schon mal Helium eingeatmet? Wenn, dann nur in sehr geringen Dosen. Also ich vermute, dass es Brom ist, oder? Dass es das tiefmachende Gas ist. Ich habe auf jeden Fall das schon mal eingeatmet. Was? Hobbyweise? Nein, einmal beim... Brombergbau? Das war irgendwie am Set, da wurden halt irgendwelche... Brombeeren gingen rum? Ja, und dann habe ich gefragt, was da drin ist und dann hieß es nicht Helium, aber auch leichter. Und dann, ich vermute, dass es Brom war und dann musste ich natürlich probieren und fand es sehr lustig. Radon ist meine Empfehlung. Okay, jedenfalls. Oh Gott, können wir die richtig hören? So ein bisschen wie so eine YouTube-Teenager-Sendung. Die besten jeden Fails. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie gerade so ein leicht unter einem gewissen Gas hier stehe. Kann man das so festhalten? Egal, ich trinke mal einen Schluck. Aber natürlich, ich unterhalte die Leute. Leute, Dirk, trinkt einen Schluck. Ja, ist fertig gut. Mit dem Schluck. Ich habe, oder wir haben, es wurde wieder, keine Ahnung, wie man es beschreiben will, wie diese Fragen zu uns kommen. Das ist der Wahnsinn. Jedenfalls eine neue Frage da. Und ich denke mal, Klaus ist auch total gespannt, weil... Ich weiß es noch nicht. Genau, ich glaube, das ist das erste Mal, dass es nicht weiß. Super, jetzt hast du dein E-Mail-Programm an und wir hörten gerade, willst du das vorher ausschalten oder... Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Du hast eine wichtige Mail. Ja, dann mach doch bitte das aus. Ja, und das doch. Handy auch und die Türklingel und zieh eine Hose an. Und mein E-Mail-Programm ist zu. Ja. So. Falls du Zeit hast, melde dich einfach wieder. Wir warten hier auf dich. Warte, hörst du jetzt? Wie hörst du dich jetzt? Ich höre mich immer noch so bizarr in dieser Kiste. Ja, dann liegt es an dir. Ja, okay. Okay. Aber dein Programm ist aus und ich kann jetzt endlich die Frage stellen. Die da heißt... Oh Mann. Wir schwan schon Übles, wenn du so kickerig wie ein Schulmädchen auf Klassenfahrt am Mikro sitzt. Wie sieht das perfekte Frühstück aus? Da muss man dazu sagen, das ist auch die Frage, mit der Dirk mich zum ersten Date gebracht hat. Wir saßen gemütlich bei unserem Candlelight-Dinner. Er hat mir in die Augen geschaut und gesagt... Klaus, Baby, wie sieht das perfekte Frühstück aus? Ich habe dich zum Date gebracht, während wir ein Candlelight-Dinner hatten. Ist da nicht schon ein bisschen... Wir hatten Candlelight-Dinner oben auf einem Bus und im Hintergrund spielte von Mr. Burt Bacharach What the World Needs Now is Love, Film. Sweet Love. Ja. Furchtbarer Aber Film. Bevor wir die vielleicht beantworten, du wolltest mich daran erinnern, du hast es vergessen. Dein Stöfchen ist noch hier. Mein Stöfchen ist noch hier? Mhm. Ach so, nee, das meinte ich gar nicht. Das ist auch eine super Information für alle, die gerade zum ersten Mal zuschalten. Ich wollte sagen, wir haben eine Zuhörerreaktion. Einen Leserbrief. Bekommen. Genau, einen Leserbrief. Schreibt einfach in unser Postfach. Soll ich jetzt schon Postfach? Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Für Nüsse @ Nein, wir machen es am Ende. Pip, ja. Okay. Also, wir nennen jetzt nicht seinen echten Namen. Er kann nicht lesen. Also einer seiner 470.000 Spitznamen ist Ecki. Man könnte auch sagen Man-E-Nicknames. Und er hat geschrieben,
Lustigerweise habt ihr voll oft genau das gesagt, was ich in dem Moment auf der Zunge hatte oder mit Zusatzanekdoten in dem oder mir Zusatzanekdoten in den Sinn kam, wie das Colonel Stewarts Nacktheit noch. Achso, das ist eine Anmerkung natürlich zu, was war das, die zweite Folge? Folge 2. Ja, oder dass Colonel Stewarts Nacktheit noch seinen Wahn und seine Entschlossenheit verdeutlichen könnte. Außerdem, das fand ich ganz gut, das haben wir komplett außen vor gelassen, was natürlich total stimmt, macht Nacktheit den Amis ja mehr Angst als alles andere. Fun Fact, ein Jahr später hat er außerdem den albernen Tod in Bill und Ted 2 gespielt. Vielen Dank dafür, sehr cool. Ja, ich erinnere mich gerne an den Tod aus Bill und Ted 2. Ja genau, du konntest ja noch irgendwie was dazu sagen. Bei mir war es im, irgendwie im zweiten Teil sterben Bill und Ted. Ja. Und sie wollen aber ihren Tod verhindern, deswegen spielen sie, der Tod ist ja gerne mal in irgendwelchen Filmen, das ist auch eine Anspielung auf einen alten Ingmar Bergmann-Film, der Look des Todes. Okay. Also einfach so ein blasser Typ mit Glatze, der in dem Original Schach spielt mit dem, den er abholen soll. Und Bill und Ted, weil sie kein Schach spielen können, spielen dann irgendwie vier gewinnt mit ihm und Schiffe versenken. Und der Tod will einfach nicht einsehen, dass er ständig verliert bei den Spielen. Krass, ist so weit weg. Ich habe eigentlich nur noch dieses Bild wie irgendwie in der Wüste und Tod oder sowas. Kann das ist, glaube ich... dass sie in einer Wüstenlandschaft sind? Nee, ich glaube, du denkst an Mike Myers Wayne's World 2. Hattest du auch die ganze Zeit die Arschritze von den Indianern vor dem Gesicht? Nee, genau, das war ja richtig Wüste, aber ich hatte echt in dem Kopf gerade, wie die halt irgendwie Felsen, keine Ahnung, mit dem Tod irgendwo hinwandern. Das mag auch drin gewesen sein. Wenn, dann war es diese typische kalifornische Gegend mit diesen so steil rausragenden Felsen. Ja, aber lenkt nicht ab. Wir sind immer noch bei der universalen Frage, das perfekte Frühstück. Und ich ja gesagt habe, dass das Klaus besonders ankotzt, weil er Essen als Zeitverschwendung ansieht. Und ich glaube, welcher SPD-Politiker isst 3 Minuten und schüttet O-Saft mit Müsli zusammen und du dachtest, genau mein Mann. Ja, die haben ja alle viel Zeit gerade. Thomas Oppermann ist es, glaube ich. Ist das der mit der Schleife Fliege und Brille, der so hagere Typ? Ich glaube, das ist nicht Thomas Oppermann, aber... Ja. Wir alle. Und ich fand das so, und du meintest, das ist genau mein Frühstück. Das ist mein Mann. Also das, was wäre denn jetzt auf Anhieb erstmal vielleicht so dein Standardfrühstück? Mein Standardfrühstück ist ein bekömmlicher Skyr mit extra viel Eiweiß und extra wenig Geschmack. Gibt's nicht so eine allgemeine Bezeichnung für Skyr? Oder ist Skyr so unik, dass man nicht sagen kann, dass es, keine Ahnung, magerer Quark oder ein Joghurt ohne Geschmack so oder sowas? Weil das ist ja erstmal ein räudiges Zeug. Salziger Quark, das ist irgendwie aus dem Norden, das ist was Skandinavisches. Klingt so ein bisschen wie dickflüssiger Ayran, weil sie auch salzig ist. Ja, so in die Richtung. Ist und dann, irgendwie Joghurt, Wasser und Salz. Es gibt es aber auch als Fruchtskür, also man muss nicht der Skyr-Purist sein, sondern kann auch das mit so dezent mit der Note einer Erdbeere versehen. Oder du bist ja so ein Bärentyp. Einem Hauch Vanille, ja, schöne Beeren, genau. Und dann in den Skyr zum Beispiel eine Erdbeere aufgeschnitten oder ein paar Himbeeren oder... Beeren der Saison. Einfach. Fun Fact, Klaus wusste nicht, wo Beeren wachsen. Sagt er irgendwelche Bäume oder sowas, als wir mal im Supermarkt waren. Büsche, Sträucher. Im Supermarkt halt, wo wachsen Beeren? Ja, genau. Ja. Naja, Sträucher ist ja schon gut dran. Ja, ist doch halt so ein Zweig. Ja, gut. Alles, was Zweig ist, irgendwie im Endeffekt ein Baum. Das ist wie eine Primel ist irgendwo auch ein kleiner Baum, wenn man so will. Der Primelbaum. Naja, ne? Und dann da ein bisschen Obst und Gemüse rein. Und dann, Gemüse? Naja, das ist rotes Grünzeug halt. Und dann ein bisschen Müsli. Was ist denn rotes Grünzeug? Erstmal eine lustige Bezeichnung. Beeren. Das ist rotes Grünzeug, / Gemüse. Ja. Ich habe das zuerst gehört. Sehr gut. Genau. Und und das ist wahrscheinlich auch gleichzeitig dein Getränk, oder? Du haust alles so zusammen. Nee, Wasser dazu. Einfach nur ordentlich Wasser, um diesen Klumpen aufgeweichtes Katzenstreu die Kehle runterzuspülen. Also es ist wirklich so ein Übel, so ein Muss, was du dir halt einfach von deiner kostbaren Zeit abknappst, aber du wärst auch nicht traurig, wenn es heißt, hier hast du eine Pille, 2 Sekunden Frühstück, viel Spaß damit. Wäre ich voll dabei. So, aber haben sie dir irgendwie mit 5 Jahren die Geschmacksnerven verödet oder was da passiert? Ja, wie viel Zeit man sparen könnte, wenn man nicht mehr essen müsste, nicht mehr schlafen. Aber okay, essen und schlafen, aber Toilettengänge sind ja heilig, oder was? Das macht Spaß. Ja. Nichts, was ist so entspannt, wie einmal mit richtig voller Blase zur Toilette rennen? Gott, also echt so kurz vor knapp.
Du bist so ein trauriger Mann. Wenn du die Spannung Mann. Schon im Brustkorb bemerkst. Oh meine Güte. Weißt du, so richtig die Schultern hochgezogen. Das ist deine alte Prostata, deswegen hast du das Gefühl, es ist sowas Lebensbejahendes, weil du halt mehr Schmerzen empfindest als jeder andere beim Pinkeln, beziehungsweise du empfindest Schmerz. Ja gut, das predige ich ja jemandem, der es eh nicht mehr halten kann. Ich bin der Einzige mit einer Tena Lady hier vom Mikro, ne? Der Einzige. Na gut, wir nehmen ja eine 30-Stunden-Session auf. Also ich meine, ja, das stimmt. Das ist so oder so nicht mehr schön. Ja, Dirk ist ja der absolute Gegensatz. Der frühstückt ja jeden Morgen am liebsten am Hotelbuffet. Oh, aber ein gutes. Jetzt am nicht hauseigenen Hotelbuffet. Nicht irgendwie Ibis Budget Hotel. Obwohl ich da auch schon mal gefrühstückt habe und es war überraschend im Gegensatz zu den Zimmern. Also das war halt dann schon... Gut, aber da hat ja auch dein Kunde bezahlt. Ja. Verdammte Kunde. Ja, nee, auf jeden Fall. Also das ist ja die Möglichkeit, was man halt alles zum Frühstück zu sich nehmen kann. Und was wichtig ist, dass man es halt nicht wiederholt. Und was machst du denn da schon wieder? Ich muss ganz kurz was einstellen. Ich kann nicht mit dir reden, wenn du die ganze Zeit beiläufig irgendwie dir deine Jerry Cotton-Romane reinziehst. Ja, Ibis Budget, das war eine mega spannende Geschichte. Du bitte, trinkst Wasser und isst Katzenstreu zum Frühstück. Es tut mir leid, ich meine, wie traurig ist denn dein Leben? Ich hoffe, in dem Moment machst du halt auch Licht aus, beziehungsweise Rollos runter. Ich habe andere Ziele im Leben, als mein Gesicht in so einen Pfannkuchenturm zu drücken. Das heißt, du würdest halt auch nicht mit finanzieller Unterstützung von außen oder vielleicht einen besseren finanziellen Stand als jetzt. Ist das der Punkt, wo wir unseren Patreon-Account bewerben? Ja, genau. Also du würdest nichts ändern, egal was dir als Möglichkeit, oder würdest du halt ich mag ein leichtes Frühstück. Du würdest bestimmt so einen Sous-Chef haben, der dir so ein frisches Skyr zubereitet. Der sagt von wegen, diese ganzen komischen Tiefkühlskür, die du dir mal reinpumpst. Ja, ich will direkt die Kuh in die Küche haben, die über so einem Salzeimer gemolken wird und dann schlägt ihr das schön mit einem Schneebesen flockig. Man könnte die Ziege aber vorher schon massieren, dass es schon richtig, richtig ideal rauskommt für dich. Meine Herren, ey. Naja, gut, also Frühstück ist bei ihm ziemlich traurig. Ich kann es ja mal kurz sagen, also ich zelebriere Frühstück gerne. Und ich habe dann gerne diverse Backwaren, Brötchen, Toast, auch Brot. Waffeln. Ich habe letztens am Sonntag Waffeln gefrühstückt, herzhaft als auch süß. Total lecker. Dann halt definitiv frischer Saft wäre ganz schön. Was wichtig ist, Tee, guter Schwarztee, ein schöner Assam. Oder halt eine Friesenmischung oder sowas mit ein bisschen Milch. Und Obst, frisches Obst noch zusätzlich dazu. Also ich brauche Herz. Ein Ei ist ganz wichtig, vielleicht auch mal Rührei, Spiegelei. Also echt das ganze Ding, was du halt am großen Frühstücksbuffet oder einfach was jetzt so Brunch heißt, was ja im Endeffekt wahrscheinlich... Wie der Brotaufstrich. Ja, verrückt, der war wahrscheinlich zuerst. Da ist gerade was in Dirk gestorben, als ich diesen Witz gemacht habe. Ja, er nimmt mir immer so diese Energie, weil ich merke, dass mir Wasser zusammenläuft. Ich habe Bilder vor meinem geistigen Auge und nicht, wie beim ersten Mal gesagt hat, auf meinem Gesicht. Und ich freue mich so über dieses schöne Bild, dieses endlos große Frühstück. Und am schönsten ist ja Frühstück auch noch, wenn man das mit jemandem zusammen zelebrieren kann. Wahrscheinlich ist Klaus dann, wenn er jemanden beim Frühstück dabei hat. Oh, ich habe einmal, glaube ich, mit Klaus, naja, schon mehrfach, aber einmal offiziell draußen bei einem Restaurant, Café, was auch immer, und ein paar anderen Menschen dazu noch gefrühstückt. Und das war eine Krampfsituation sondergleich. Das ist aber auch generell ein Albtraum. Ich hasse es. Ich hasse es, auswärts zu frühstücken. Aber Essen an sich ist kein Problem. Frühstücken ist schwierig. Ich esse ungern in menschlicher Gesellschaft. Oh mein Gott. Der Graf zieht es vor, alleine zu speisen. Der Menschenfeind. Ich hab wirklich eine Aversion dagegen, Menschen schmatzen zu hören. Ich hab neulich mit jemandem zusammengearbeitet, der Tee getrunken hat. Und das furchtbar, ich musste den Raum verlassen. Und am Sonntag war ich jetzt auch bei einem geschäftlichen Frühstück. Und das war schon hart an der Grenze, da habe ich mir einfach den Platz gewechselt. Oder war zumindest kurz davor.
einfach das ist wie diese asiatischen Drehtische bis zu einem Drehstuhl. Immer neben Leuten zu sitzen, die gerade nicht frühstücken. Achso, okay, du warst bei einem, wo es nicht um eine Person ging, sondern du musstest dich Ich war bei einem größeren Brunch, ja. Okay, das heißt, du könntest auch mal sagen, hey, cool, iss doch einfach mal dein Frühstück, ich gehe mal zu denen da hinten. So, ich lasse dich mal kurz in Ruhe. Warst du dabei? Hey, Mann, cooles Frühstück, was du hier angeschleppt hast. Ich sehe, du kombinierst die Späße, Kätzle, Käsespätzle. Ich sehe, du kombinierst die Käsespätzle ganz neckisch mit dem Obstsalat. Nice. Kann ich dir mal kurz zusammenfassend vorlesen? Frühstück, übrigens im Schweizerischen auch gerne Morgenessen genannt. Und das Breakfast kommt angeblich daher, dass es halt die Unterbrechung der Fasten, der nächtlichen Fastenzeit ist. Also in Deutschland, Schweiz und Österreich. Lustig, weil es auch fast eine interessante Geschichte ist. Besteht das Frühstück üblicherweise aus einem Heißgetränk, nicht für Klaus, sowie aus Backwaren, nicht für Klaus, von einem Brot, Toastbrot oder Brötchen, nicht für Klaus, dazu Butter oder Margarine, nicht für Klaus, und als süßer Aufstrich Marmelade, Honig, Nuss, Nougatcreme oder Zuckerrübensirup. Das ist auch alles weg. Zuckerrübensirup damit. Damit könntest du... Ja, auf Toast. Ja. Also eher so zum Mittagessen. Auf Toast? Ich hätte jetzt gedacht, dass du den zusätzlich noch in deinen komischen... Bäh. Nee, nein. Spachtelmassenscheiß da reinrührst. Das wird zu süß. Okay. Oder als salziger Belag Wurst oder Käse. Weitere beliebte Bestandteile eines Frühstücks im deutschsprachigen Raum sind Quark, Joghurt, Frühstücksei, Ham and Eggs, Müsli, Frühstücksflocken, Saft und Obst. Ah, okay. Das ist ein super, super interessanter Teil für alle Leute, die nicht wissen, was ein Frühstück ist. Für dich ist das, glaube ich, ganz wichtig, weil das sind dann halt alles, glaube ich, aufzählbare Dinge, die bei dir entweder im Snackbereich oder im Abendbrotbereich vorkommen. Und Unterscheidung zwischen Müsli und Frühstücksflocken. Frühstückscerealien. Genau, was wahrscheinlich genau das gemeint ist. Du bist auch bestimmt auch groß geworden mit den großen Kelloggs-Namen, oder? Aber sicher doch. Das heißt, das und Cluster, also Clusters war bei mir so das erste große. Ja, das war ja Mitte 90er schon, oder Anfang 93. Anfang 90er oder so, ja, muss es gewesen sein. Also davor hatte ich erinnere mich auch, dass ich auch einfach nur so die normalen Cornflakes hatte von Kelloggs. Die ungesüßten. Aber, genau. Oder vielleicht schon gesüßt? Nee, Quatsch. Du hast mir doch gesagt, du warst so ein Frosties-Typ. Nee. Echt nicht? Nee. Hast du gesagt? Ich hätte ja schwören können, er war der Typ. Aus er ist eine Podcast. Mauer, da kommt niemand durch. Denn Frosties schmecken so. Die wecken Klaus und Dirk in dir. Danke. Also das Bild. Will jemand nee, aber damals noch ganz klassisch. Klaus und Dirk? Weil die Elterngeneration halt noch ungesüßte Frühstücksflocken gewohnt war, gab es noch Zucker rein. Ja, genau. Damit bin ich groß geworden. Zucker, 3,5% Fettmilch. Ja, 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 was heißt 3,5%? Es gab ja nichts anderes. Ja, klar. Ich keinen Unterschied. Klar, ja. Also wenn ich jetzt ab und zu Leute sehe mit 0,3%, das ist ja weißes Wasser. Kannst ja niemanden, oder musst du ja noch den Block Butter reinrühren. Da kannst du ja nicht trinken. Naja, aber das kannte ich halt auch und es wurde nichts in Frage gestellt. Da war noch dieses, ist das dieses ganz einfache, wie heißt es, kontinentale Frühstück. Ist doch irgendwie nur Toast, Margarine, ja, Butter, ja. Schwarzer Kaffee, O-Saft und eine Scheibe Aufschnitt und Fett. Ja, oder Käse und, und Wurst halt, ja. Ganz traurig, ganz, also ich glaube, da kriegst du halt auch eher... Aber auch zwei Finger dick Butter immer auf jede Scheibe Brot. Ja, also... Das ist ganz wichtig, dass der Belag nicht etwa selbstständig runterfallen kann, wenn man die Toastscheibe mal mit 45-Grad-Winkel hält, sondern der muss da festgemauert sein. Murphys Gesetz, falls es fällt. Ne? Ja. Ja, ich wurde, also man ist auch groß geworden mit immer diesem weißen Toast, den du ja halt, also den konntest du ja locker als Kind zusammendrücken, es war dünner als Papier. Ja, es hat ja auch ungefähr den Nährwert von Papier, so eine Scheibe Weißbrottoast. Deswegen musst du ja auch daumendick Nutella raufklatschen. Um dann halt das irgendwie runterzukriegen. Und dann hast du dich immer gewundert, dass du danach irgendwie wie auf Drogen rumgesprungen bist und dann komplett in den Keller gefallen bist und aggressiv wurdest. Ja. Naja, beziehungsweise hat man ja überhaupt gar nicht realisiert. Und was ist das bei euch auch gewesen? Am Sonntag immer frische Brötchen vom Bäcker. Und da gab es ja nur ein Brötchen. Heutzutage gibt es ja 27 Millionen Brötchenformen. Nur diese weißen Brötchen, wo der Rücken aufgeplatzt ist. Ja, Schrippen halt. Ganz klassisch in Berlin. Okay. Und dann auch wirklich, also Brötchen waren dann bei uns andere Brötchen. Achso, das war nicht, aber bevor ich es vergesse, ja.
das Einzige, woran ich mich erinnere, oder beziehungsweise schlimm an den Dingern fand, wenn du da reingebissen hast, dann hat die immer dieser Rücken, dieser scharfkantige Rücken, die den Gaumen aufgeschnitten. Also wie oft ich mich am Gaumen verletzt habe durch diese guten, goldbraunen, weißen... Oh, das war echt hart, weil ich es gern zusammengeklappt habe. Und dann habe ich gedacht, verdammt. Ja, aber du wolltest erzählen, dass Brötchen sind. Aufbackbrötchen bei uns am Sonntag. Wie, das war Brötchen bei euch? Am Sonntag, ja. Ganz klassisch, Sonntag früh verlässt keiner die Wohnung, sondern dann gibt es halt diese Aufbackbrötchen. Die aus dieser Rolle. Ja, klar, die Teigrolle. Knack und Back, Sonntagsbrötchen. Ja, Knack und Back, stimmt. Ja. Wo sie die Rolle in der Werbung irgendwo geschlagen haben und puff. Ja. Und dann. Der Küchentisch meiner Eltern hatte eine Delle an der Knack- und Backstelle. Also es wurde da auch von Jahren des Knacken und Backen. Das ist auch so ein Werbetrick gewesen, obwohl der natürlich überall diese komische Reißstelle war, wo du halt dann irgendwie diesen Punkt dann erreicht hast oder du konntest halt draufschlagen. Danach musst du sie aber feinsäuberlich abfriemeln, weil das Ding meist zerquetscht war, wenn du es irgendwo gegengeschlagen hast. Aber gut, das ist ja wie... was war das? Vivil oder Ricola oder sowas? Da gab es so ein Bonbon, was in der Werbung Ende der 80er, glaube ich, wurde das Bonbon geschlossen. Also nur an diesen Bonbon-Öhrchen, Näschen, wie heißen die Enden von Bonbon, die gedrillt sind? Egal, an einer Stelle wurde es festgehalten, komplett in den Mund gesteckt und dann dran gezogen. Und da hat es sich dann quasi beim Ziehen geöffnet. Mhm. Und das hat der Typ halt dann gemacht. Und wir haben uns halt immer die Dinger so in den Mund gesteckt und dann bestimmt, weiß ich, bei 20 Versuchen 19 Mal das Bändchen da abgerissen und dann halt schön Bonbon mit Papier im Mund. Dachte, das ist ja gar nicht lecker. Ja, Werbe. Ich bin mir sicher, da gibt es jetzt eine Gesundheitswarnung. Oder wahrscheinlich Verpackung, die du mitessen kannst. Finde ich mal nicht schlecht. Wo bin ich stehen geblieben? Also bei euch keiner raus. Bei uns war echt immer, das war das Geschenk, weil der Bäcker es ja dann auch vermeintlich frisch hatte. Also man weiß ja jetzt so viel. Früher wusste man ja so wenig. Da war der Bäcker ja noch der Bäcker, der mit Sicherheit alles selber gemacht hat. Und nicht irgendwie... nachts um 4 Aufbackbrötchen bekommen und von einer Großlieferer. Ja. Genau. Und ich weiß noch, als es anfing, das war dann schon der heiße Scheiß, Käsebrötchen. Kannst du dich daran erinnern, dass das Käse überbacken sind? Genau. Ach. Einfach nur oben wahrscheinlich Analogkäse draufgeklatscht, überbacken. Und das war halt da fing es an. Das war zeitgleich mit Croissants. Da kamen Croissants und Käsebrötchen auf den Markt bei uns im Ort. Pass auf, wir kombinieren das und machen Milliarden. Käsesons. Sag's nicht so laut. Keiner von euch patentiert das. Hat das nicht in New York, hat jemand ein Croissant und Donut kombiniert und das sei der heiße Scheiß, wo die Leute 3 Blocks morgens stehen, um da halt eins zu bekommen. Ein Croissant? Ja. Ein Cronut. Ich glaube, es ist der Cronut. Ich glaube, es ist der Cronut. Cronut habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Ja. Cronut, der Baba. Oh, jetzt habe ich... Ist immer schön, wie seelisch in dir etwas zerbricht. Jedes Mal, weil ich immer so eine schön in Weichzeichner getränkten Bilder im Kopf habe und dann kommst du und pinkelst drauf. Merkt wirklich, wie mir so ein bisschen Dampf abgelassen wird. Ja, das ist voll traurig. Oh mein Gott. Was hättest du denn von den Sachen, die hier so Einzug finden, wie, ne, du hast vorhin schon angesprochen, Waffeln, Pfannkuchen, also Pancakes, die amerikanischen Dinger so mit auch viel Bacon und sowas oder britische Sachen mit Bohnen und Speck und. Ja, warm frühstücken kann mich ja mit jagen, außer es ist wirklich ein spätes Frühstück. Also bei einem späten Frühstück, Brunch, sowas. Ja, da bin ich dann auch gerne bereit. Also wenn ich mal irgendwie beim Brunch sitze tatsächlich, bin ich auch gerne bereit. So ein, wenn du sitzt und ich sage, hey, ich lasse dich einfach mal essen, ciao. Ich werde mal kurz raus, einer rauchen. ja, du alter Raucher, stimmt. Ja. Dann bin ich auch gerne bereit, ein warmes englisches Frühstück irgendwie zu essen. Dann muss es halt echt schon ein bisschen später sein. Ansonsten ist das Frühstück bei mir tatsächlich der startende Tag noch wirklich früh dann. Ja. Vergleichsweise und dementsprechend habe ich lieber was Leichtes und snacke dann aber nochmal irgendwie leicht ein paar Scheiben Toastbrötchen oder so. Alter, du klingst wie in so einem Brigitte-Interview, ey. Ich habe lieber was Leichtes und snacke dann später. Alter. Man nennt es die Klaus-Diät. Man sitzt einfach beim Essen neben Leuten, von denen man so angewidert ist.
Aber ist da nicht dein Magen verkrampft oder hast du dann vor Wut mehr Magensaft, dass du schneller verdaust und dann schneller laufen kannst? Kannst du dich noch an diese Frühstückserklärung von Ernie aus der Sesamstraße erinnern, der gemeint hat, die Folge muss ich wohl verpasst haben. Dieses deutsche Sprichwort von wegen Frühstück. Morgens wäre ein Kaiser, genau. Mittags wäre ein König, ja, abends wäre ein Battleman, ja. Battleman? Wie ein Battleman, ja. Was haben wir denn mit dir denn gesagt? Abends wie Battlecat. Nee, Bettler, so wie Rest Deutschland. Battleman. Ein Battleman, ja. Guck mal, Klaus. Wie ein Battleman. Guck mal, Klaus, da sitzt ein Battleman am Wegesrand. Oh meine Güte, ey. Ho, Räuber. Ja. Ja, aber das galt ja lange Zeit noch als Weißer. Das haben ja, viele haben das ja bis heute so verinnerlicht, dass man so eine schlanke Figur. Ich erhält. Auch. Beziehungsweise ich habe. Ich auch! Das ist das Geheimnis meiner schlanken Figur. Ich habe Mittag und Abendbrot vertauscht. Also, weil ich, wenn ich kann, so spät frühstücke, dass ich das Mittag dann auslasse und dann abends wieder esse, aber dann nicht wie ein Bettler. Sondern wie ein König und Bettelmann. Bettelmann, das wird sich niemals durchsetzen, deine vergangene Strafe. Bettelmann benutzt das oft. Oh mein Gott. Erschreckend. Ja, okay, aber magst du denn auch nicht so Frühstücke genießen? Frühstückchen. Oh, wo kenne ich das? Knoppers. Das kleine Frühstückchen. Diese Folge wird Ihnen gesponsert von Adipositas. Keine Krankheit, die Deutsche betrifft. Wir entschuldigen uns bei allen unseren Zuhörern. Nein, nicht wir. Das machst du ganz allein. In die Ecke, kleine Lampe drauf und diese spitzgroße Nase direkt in den Keil schieben. Es gibt Fotos, dann weißt du, dass du eine Riesennase hast. Kinder stellen sich zu diesen Zeiten jetzt runter, damit es nicht. Nicht nur unter Schnee die Nase. Es ist so eklig. Komm, jetzt hier mal. Tacheles. Ich wollte sagen, andere Länder. Mhm. Also, ich meine, das Frühstück anderer Länder, ich habe jetzt schon angesprochen, Amerika. Mhm. Das ist halt das für mich, glaube ich, krasseste, weil die halt auch einfach dieses, ich glaube, da bist du kurz vorm Herzstillstand. Auch diese literweise Kaffee, dass der ihren riesigen McMuffin Pancake ist. Ja, dieser dünn gebraute Kaffee, den du so wegschlürfen kannst zum Rührei. Das heißt, du meinst, du kannst dann eh so viel davon essen, trinken. Ja. Aber da ist schon noch Koffein drin. Das ist ja generell recht viel Koffein in diesem gebrühten Filterkaffee. Genau, ja. Der Filterkaffee mehr als, so abtropft. Als beim Cappuccino, beim Espresso. Ja, der ist ja in einer Menge stärker, aber trinkt weniger ja niemand, Fett halt. Ne? Genau, es trinkt ja niemand 6 Espressi. Wo waren wir? Danke. Menge von Kaffee, weil ich daran denken musste, dass man hier bei, wie heißt diese komische Starbucks? Da kannst du doch irgendwie einen Liter Kaffee dir einfach holen, oder nicht? Ist das nicht eine Größe oder nur 75? Ich habe gesagt, ich glaube, 20 Unzen ist, glaube ich, die große Größe. 20 Unzen? 20 Unzen. Deswegen heißt der Venti. Also ich habe, was ich noch sagen wollte, wir sind so abgekommen von den Frühstücksserialien. Bei uns, ich habe, glaube ich, jahrelang als Kind, ich weiß gar nicht, wo das herkam. Kanntet ihr das auch, dass ihr Speisen anders genannt habt als andere? Also zum Beispiel Kellogg's Smacks hießen bei uns Poppies. Und ich weiß nicht, warum. Und später habe ich dann gesehen, dass die Nachmacher irgendwas mit Pop-Ups, Pops, bla bla bla, wegen Corn Pops. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht unbewusst die ganze Zeit schon eine aber es gab ja immer dieser Frosch. Nee, vielleicht hat meine Mutter ja, um Geld zu sparen, einfach nur die billigen Pops, Pop-Ups, Pop, bla 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 gekauft. Und einmal die Frosties-Packung gekauft und wieder nachgefüllt. Und Dirk saß jedes Mal davor, es ist immer noch das gleiche Rätsel wie letzte Woche. War es kein Problem, Dirk hat es bis heute nicht gelöst. Es waren Smacks. Wenn es jemand wegradiert, dann kann ich halt nicht erfahren, ob ich wirklich die Maus aus dem Labyrinth gebracht habe oder nicht. Zwischendurch wurde ich auch abgelenkt durch einen weiteren Zuckerschub, den ich bekommen habe, weil die Schüssel wieder gefüllt wurde. Klaus schüttet mir morgens immer eine Schüssel mit Smacks rein, damit ich erstmal die Klappe halte. Und die Maus im Labyrinth dreht sich im Fruit Loop. Fruit Loops habe ich nie. Oh, das zum Beispiel mag ich überhaupt gar nicht. Die sind auch richtig heute. Also ich bin ja, also Müsli finde ich, ja, jetzt komme ich manchmal dazu, das Müsli-Futter, aber es kommt halt ein bisschen aufs Müsli an. Also getrocknete Früchte sind räudiger Scheiß. Getrocknete Früchte.
Also jetzt mal ehrlich, wer hat sich das... Ein bisschen... Ah, das ist halt... Ja, das so ist leicht halt, geschwefelte Beeren. Das ist ja. halt irgendwas, was man vergessen hat und glücklicherweise noch genießbar ist für irgendwelchen traurigen Gesichter, die meinen, in so einem Kaffee-Haag-Modus da durch die Welt zu hüpfen. So wie der Kollege hier, der ein bisschen leicht snackt und später vielleicht sich noch eine Möhre reckt hat. Später ein schöner Kaffee-Haag. Ah. Sehen Sie, so muss ein Kaffee schmecken. Und das ist Kaffee-Haag. Oh. Sie baden ihre Hände drin. Ja, ich habe was gemixt. Das macht doch junge Fingernägel. Ah, naja, und das fand ich halt echt eklig. Also ich finde halt Müsli finde ich eh nicht so toll. Ich habe es jetzt geschafft, irgendwelche komischen griechische Joghurt. Wein. Genau, weil dort ja mindestens 10% Fett drin sind, im Gegensatz zu diesen Mager-Joghurt-Dinger, die sich Klaus immer in die Augen reibt. Also geschmacksbefreit. Diese Low-Carb-Scheiße und Fettarm-Quatsch und ne, geht doch gar nicht. Low-Carb, Low-Protein, Low-Fat. Das ist mein Jam. Ja, und dann vielleicht mal, aber dann frisches Obst, knackig muss es sein und nicht so komisch. Dörr-Obst ist ja dann immer so zäh, das ist ja wie so ein trauriges Stück Trockenfleisch, was sich dann so zieht, man kaut so, auf Leder hat man sauer, irgendwie ein bisschen Kern mal im Mund und dann so ein bisschen trocken, traurige Haut, das ist nee. Wieder redet Dirk von seinen Kundinnen. Ja, weil und du dann Cowboy bist. Ja, nicht lustig. Besser, wenn man so auspeitscht, einfach nur aushilft. Das sagen deine Kundinnen auch. Oh, ist der Scheiße, der Typ. Was ist denn los mit dem? Das habe ich letztes Mal schon gefragt. Irgendwie fehlt seine Therapie wirklich. Der Hundetrainer kann halt nicht, das merkt man sofort. Hörst du auch dieses Pfeifen? Ja, du riechst auch schon wieder mehr als ich. Gut, das liegt auch daran, dass du mit der kompletten Hand popeln kannst. Los, Faust aus der Nase. Da habe ich schon drei Banana-Coins gefunden. Ja, super. Ich habe es ja noch gar nicht vollendet, mein super Müsli. Honig. Ich bin seit ein paar Jahren auf Honig gekommen. Früher fand ich es total ekelig, Honig. Jetzt Honig, richtig guter Honig. Nicht dieser billige EU- und Nicht-EU-Länder-Honig, den man sich halt so wegtrinkt aus dem Supermarktregal, sondern gönnt euch da mal ein paar Cent mehr, also qualitativ hochwertigen Honig. Ja, da ist gerade jemand. Ich sag nur, also wenn es bei mir um Honig geht, dann nur das Billigste von Billigen. Da muss mindestens 50% Wespenhonig dabei sein. Oh, das wäre schon gar nicht schlecht. Du glaubst aber, also du hast dann, egal. Ja, okay, das heißt, du hast ja, ich sag mal, einen Menschen an deiner Seite ab und zu, der nicht Dirk heißt. Mhm. Und mit diesem Menschen frühstückst ja du vermutlich auch. Was heißt denn das, dass du in der Zeit, dass du schaust, du bist ja so ein Frühaufsteher. Ich gehe jetzt mal davon aus, sarkastisch. Das sind gewagte Theorien hier, ja. Dass du dann so um 6 aufstehst, die andere Person merkt das nicht. Du rennst schnell in die Küche, drückst dir in 3 Minuten eine Frühstück rein und dann später sagst du, nö, ess mal. Ich habe ja gar keinen Hunger. Ich habe, ach Mensch, ich laufe mal eine Runde. Ich kann auch neben Leuten frühstücken. Ich brauche nur meine Kopfhörer am Ohr. Ist dann auch so, dass dein Blick fällt so nach vorne und du versuchst dann konzentrationstechnisch dann irgendwie dein, dass du nur also so wenn es irgendwas gibt, was schlimmer ist, als Leute beim Essen zu hören, ist ja wohl Leute beim Essen sehen. Okay. Ja, also das ist ja wirklich abscheulich. Grauenhafter Fetisch. Ihr hört es, es ist echt nicht leicht. Es ist nicht leicht für mich. Aber gut, Gut, also das, ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen. Das heißt, dass diese andere Person dann in deiner Nähe sitzt und isst, du dich aber so drehst, dass du so die Person nicht siehst und irgendwie nicht hörst und dennoch isst du auch und gibst der Person danach das Gefühl, hey, haben wir gefrühstückt oder was? Haben wir gefrühstückt? Ich finde auch, Essen ist nicht unbedingt was man ständig zelebrieren sollte. Also das Frühstück. Du musst ja nur eins zelebrieren. Ja, das Frühstück ist ja wohl nun das unzelebratorischste. Was?
Also mit Freunden und Freundinnen kann ich sehr gut und sehr lange frühstücken. Also abgesehen von dir natürlich. Das ist ja... Ja gut, da brauchen wir aber nicht reden, weil da ungefähr 6 Stunden Zeitumstellung zwischen unseren Frühstücken liegen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Vielleicht mal einen Burger zusammen essen, aber auch da wird wenig gesprochen, das muss ich sagen. Und auch das geht nur, wenn er angetrunken ist, sonst kann er auch nicht essen mit jemand anders. Also er muss eine leichte Betäubung verspüren, dass er halt auch diesen Fokus auf so einen kleinen Punkt Essen vor sich halten kann und auch die Geräusche auch nur von dort aufnehmen kann. Oh cool, er macht Radio-Yoga, nice. Ja, das läuft sich hier so ein bisschen tot, weil... Nee, red ruhig weiter, das ist super unterhaltsam. Ja, er stellt sich, sichtlich kann man gar nicht sagen, quer, weil er halt einfach sagt, nö, ist nicht mein Thema und ich gebe mir halt auch keine Mühe, da irgendwas beizusteuern. Ja, ich habe also, halt das Thema Sport hier, und Film und danach passiert gar nichts. Ich habe hier unterhaltsame Scherze geliefert. Ja, ja genau, immer lockeres, den Herrenwitz aus den 50ern, lockeres Freund. Geplänkel. Also mehr kann ich hier nun wirklich nicht beitragen, außer ich mache dir jetzt ein Frühstück. Ja gut, aber wie würde denn das Frühstück, was du dann zubereitest für mich, denn aussehen? Nee, warte. Nicht, du weißt, was ich esse. Mhm. Und du hasst mich nicht. Du hast mich tief in deinen dunklen, kalten Klotz, der irgendwie funktioniert, eingeschlossen. Und meinst du nur mein Herz? Nee, du hast ja nicht. Naja. Ich habe noch nicht einen Ersatz gefunden. Es ist wahrscheinlich eine alte Wii U, die da drin liegt. So einer Beta-Version. Ganz wenige nur haben. Ja. Ja. Also, du bereitest mir ein Frühstück, was? Ja. Also für dich, wenn ich jetzt eine Pistole am Kopf, eine Pistole im Genitalbereich. Und du hast Scheuklappen, du wirst mich nicht hören, nicht sehen. Frühstück zubereiten. Rührei mit Tomaten. Okay, ich hasse ja warme Tomaten. Raus. Wie kann man denn... Kleine Tomaten auf der Pizza, Kotz. Tomaten sind ja wohl die perfekte Ergänzung zum Rührei. Schön noch ein bisschen Feuchtigkeit und Saft. Am besten noch geschlossen oder gegrillte Tomaten. Was für ein... Unglaublich. Man beißt drauf. Ich kann meinen Ohren nicht trauen. So eine dünne, traurige, verdörrte Haut. Das ist das Schlimmste, was ich je... Was machst du denn ins Omelett oder in Rührei rein? Frische Lauchzwiebeln wäre nicht schlecht. Paprika ist ja knackig und ganz geil. Mushrooms bin ich nicht so der Fan von. Ach, bisschen also Pilze gehören doch wohl rein in so ein Omelett. Nein. Schön ein bisschen, natürlich, schön ein bisschen angegrillt im Öl. Ja, ein bisschen Tschernobyl-Grillo. Nee. Also, ich brauche es ein bisschen knackiger. Und, also ein Apfel. Genau. Schön ganzen ungeschnittenen Apfel in die Pfanne zum ganz Omelett. Ehrlich, wenn du was Herzhaftes hast, immer so ein bisschen frisch, süß, was Saures. Da ist ein Apfel nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt. Sag ich. Du mischst den Apfel ins Rührei. Das möchte ich sehen. Nein, wenn's nicht das bekommst du nächstes Mal, wenn du hier bist. Schön Apfelstückchen und Rührei. Du hast ja generell Probleme mit Kochen und somit auch ein Problem mit Verhältnissen bei Geschmacksabwägen. Ich habe keine Probleme mit Kochen. Es ist nur absolute Zeitverschwendung. Aber du kannst es halt nicht. Natürlich kann ich kochen. Okay, Fähigkeit von Kochen ist Reis mit Wasser aufgießen, heiß machen. Das nennt der Kochen. Das wow, ist ja wohl auch gekocht. Das ist eine perfekt essbare Mahlzeit dazu. Ein bisschen Gemüse, was gerade so rumliegt in die Pfanne. Gut ist. Wann hast du das letzte Mal eine Suppe gekocht? Ich hasse Suppe. Wann hast du das letzte Mal generell gekocht? Heute Mittag. Was hast du gekocht? Pasta und Tomatensauce. Warte mal, du hast Nudeln heiß gemacht. Richtig. Und hast eine Fertigsoße draufgekippt. Richtig. Das ist so ein Trottel. Das ist doch unglaublich. Das ist Mais aus der Dose das draufgekippt. Das wäre der Fahrtweg. Mais aus der Dose mit einer Hand nach oben rauf. Mehr zu zaubern als es war, du. Es war perfekt. Mit all es hat 5 Minuten Pranken. Gedauert, das zu bereiten. Es hat 5 Minuten gedauert, das in mich reinzuwerfen aus dem Trog, in den ich mein Gesicht mach reindrücke. Mach Pedigree-Wärmer, du kriegst mehr. Ja, da haben wir auf jeden Fall ein Thema gefunden, wo wir uns unheimlich gut ergänzen und wo wir die Harmonie, die wir generell zelebrieren, hier richtig, richtig erwärmen können. Das ist wunderschön. Mann, das ist so traurig. Naja. Ja, das heißt, bist du denn auch, veränderst du dein Frühstück? Also hast du jetzt beispielsweise das letzte halbe Jahr... Hast du ja schon, also ja, mit diesem Müsli zum Frühstück habe ich zum Beispiel angefangen, als ich 16 war.
Also habe ich es verändert. Ich weiß nicht, ob er lacht oder weint. Es ist so eine Mischung. Das ist ein Hardcore-Thema. Wir haben das ab und zu mal so beiläufig mal angerissen und dann merke ich relativ Feierabend. Ich habe letztens so gedacht, den drückst du mal einen rein und dann quäle ich ihn damit. Aber eigentlich ist es eine Qual für mich, merke ich hier. Es geht voll zurück. Alter Finne, ich habe seit 16 Jahren... So klingen Geschmacksnerven, wenn sie verenden. Seit 16 Jahren ist der Mensch alte Spachtelmasse. Seit 16 Jahren. Nee, zwischendurch hast du doch mal mir erzählt, dass du noch Eiweißpulver auf dein Müsli gestreut hast, sicher, oder? Ja. Wenn es so schön die Konsistenz von Fugenkit hat. Ein bisschen crunchy. Geht schon mal. Ja gut, also ich habe gemerkt, dass ich halt mein Frühstück schon so alle paar Monate mal ändere und dann esse ich mal 3, 4... Ja, warum? Weil du Verdauungsbeschwerden von deinem heimischen Hotelbuffet bekommst. Was? Nee, weil ich gelangweilt bin. Beziehungsweise manchmal bin ich halt auch einfach erschöpft, morgens für mich alleine halt irgendwie ein Ei zu kochen. Ich denke, was ist für ein Aufwand. Die Idee, genau so sollte man zurückgelassen werden von der Vorstellung, sich ein Frühstück zu machen, erschöpft. Naja, wenn du es richtig zelebrierst, dann musst du halt ein bisschen Eifer reinlegen. Wenn du es alleine machst, was ich halt des Öfteren mache, ist es dann halt nicht mehr so, dass ich denke, Alter, jetzt schneide ich Obst auf. Jetzt will ich definitiv ein paar Scheiben Brot hier liegen haben. Jetzt mache ich noch ein bisschen Rührei. Ich will ja ein paar Säfte da liegen haben, der Tee soll. Und dann irgendwann denkst du, ach, weißt du, jetzt ein schnelles, dummes Müsli, das passt ja halt auch. Meist kann aber ich, in Gesellschaft machst du dann noch ein aufwendiges Frühstück? Das regelmäßig. Ich meine, ich habe ja heute halt auch ein bisschen aufwendiger gefuttert. Also warst du alleine? Ja. Und meine Momente, wo ich Müsli futter, sind eigentlich seltener. Ab und zu auch mal ein Porridge. Das ist halt auch was ich dann halt... Hört man, wie ich das Gesicht verziehe? Ja, so ein bisschen wie eine Katze, die das erstmal ihren eigenen Kot gesehen hat. Das heißt Femen. Was Katzen machen, wenn sie den Mund aufmachen beim Riechen. Kannst du schämlich aussprechen? Femen. Oh Gott, er ist ein SCH-Fehler. Jedenfalls schaffe ich aber Porridge nicht öfter als 2-3 Mal in der Woche, wenn ich es esse, weil ich dann den Geschmack überdrüssig bin. Ist total komisch. Ich schaffe so... Des Geschmacks überdrüssig bin? Des Geschmacks überdrüssig bin, es tut mir leid, Sie haben recht. beim ersten Mal denke ich noch lecker, beim zweiten Mal dachte ich, ja, okay. Beim dritten Mal merke ich, ach, einmal zu viel. Das war einmal zu viel, verdammt. Das ist auch schlimm. Was essen, was man vorbereitet und dann beim Essen denkt, ah, hast du zu oft gehabt. Das ist egal. Also beim Frühstück passiert es mir jetzt nicht so oft, weil da kann ich jetzt schnell mal, sage ich jetzt, den Brot- oder den Teigwarenbelag ändern. Aber wenn ich jetzt gekocht schnell habe. Schnell mal den Belag ändern für einen Belagnotfall. Genau. Wenn die Belager. Oh Gott, die Salami ist schlecht. Runter. Lieber schön den Cheddar-Käse. Und er ist gut, wenn er an der Wand hängen bleibt. Der Käse oder die Salami? Die Salami, die du weggeworfen hast. Mhm. Ja. Aber du weißt, dass man so die Nudel, also al dente herausfinden kann. Also ich weiß ja nicht, wie du deine Nudel testest, aber... Wenn du herausfinden willst, ob die Nudel al dente ist, dann kannst du sie gegen eine kalte Fliese schmeißen. Wenn sie kleben bleibt, dann hast du den perfekt. Das erklärt die Nudelkunst bei dir im Badezimmer. Ich koche auch regelmäßig Nudeln im Bad, oder was wolltest du damit sagen? Ich habe Fernwärme, 95 Grad, ich koche die Nudeln im Waschbecken. Hast du eine gefließte Küche? Ja, echt? Vollkommen gefließt. Und Teile sind Teppich. In meinen Schubladen habe ich Teppich ausgelegt. Das finde ich gut. Und im Kühlschrank. So das Beste, wenn die nassen Gabeln so im Flocati untergehen. Ja, ich muss die Kühlschranktür mal wieder kennen. Wo war ich denn gerade? Mensch, ist du durch? Du warst beim Porridge. Ja, gut, den habe ich durch. Ich kann hier so schlecht... Ach, so schade, so schade, schade. Übrigens, ne? Ecki, mit dem ich, beziehungsweise von dem das schöne Kommentar kam, den ich anfangs... Unser Leserbrief. Genau, unser Leserbrief. Mit dem war ich letztes Mal, als ich in Berlin war, im Caps Lab frühstücken. Das Ding ist ja mal, die haben richtig leckere Muffins, Pfannkuchen, alles selber gemacht. Also falls jemand Futter möchte, ist das in Köln? Ich glaube, ich weiß nicht. Ist nicht unser Sponsor. Ich kann es euch empfehlen, ja. Aber es ist auch sehr hipsterlastig. Also das ist ein bisschen, also Publikum und Musik ein bisschen nervig, Futter sehr geil. Ja. Na gut, ich merke, wir kommen ja auf keinen grünen Zweig. Mein perfektes Frühstück, ja. Ich
Ich muss sagen, ich hatte auch schon mal ein Frühstück. Ja, also wir haben jetzt auch langsam die Zeit erreicht, in der du dein Frühstück fertig zubereitet hättest und ich ungefähr 8 Mal gefrühstückt hätte. Ja, das stimmt. Aber echt mal Sachen ausprobieren, das ist echt interessant, lecker. Ich habe auch scharfes Frühstück zum Beispiel, kann ich auch empfehlen, dass man halt auch auf süß als auch herzhaft selbstgemachte scharfe Soße drauf klatscht, die ich letztens geholt habe. Schöne Chili, selbstgemachte Chili-Soße aus Honig, Apfel, Chilischoten, Tomatenmark und Zwiebeln. Da kann man echt eine richtig leckere Soße machen, die man halt auch zu süßen Scheiß garnieren kann und sowas. Naja. Ja, ich weiß, du hast ja so ein trauriges, wütendes Gesicht, was endlich das Ende finden möchte. Hast du noch einen Herrenwitz aus den 50ern? Ja, ich weiß auch nicht, wie viele Frühstücksempfehlungen man sich jetzt noch so anhören kann. Also was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass ihr auch gerne uns sagen könnt, über was wir diskutieren sollen. Ja, stellt uns Fragen, ihr erreicht uns. Ihr seid das Universum. Ihr erreicht uns als @fürnüssepod auf Twitter. Genau. Oder fürnüsse@gmail, falls ihr uns .com eine Mail schreiben wollt. Genau, ihr könnt uns abonnieren auf iTunes oder auf YouTube. Genau, da sind wir. Für Nüsse mit Dirk und Klaus. Und auf iTunes sind wir auch für Nüsse mit Dirk und Klaus. Kreativ. Aber ihr müsst nur für Nüsse eingeben, dann findet ihr uns und noch ungefähr 3 andere Podcasts, die sich tatsächlich mit Nüssen beschäftigen. Auf iTunes, echt? Okay. Ah, die heißen nicht für Nüsse, aber die beschäftigen sich mit Nüssen. Und wir freuen uns, wenn wir uns auf iTunes eine gute... Ist das so ein Nutrition-Podcast oder was? Nee, offensichtlich, ich habe es nicht gehört. Du hast es nicht gehört. Und dann drunter geschrieben, ihr seid kacke. Ihr seid gar nicht die richtigen Nüsse, die hören wir. Ja. Genau, wir freuen uns, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung gebt oder schreibt, wie es euch gefallen hat. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei YouTube einen Daumen hoch gebt oder uns bei YouTube abonniert. Ihr könnt die letzten Folgen auch immer, wenn ihr nicht auf iTunes seid, oder nicht auf YouTube die Sachen zu Hause schauen bzw. hören wollt, könnt ihr uns auch bei Soundcloud finden. Wir sind soundcloud.com/fürnüsse oder ihr sucht für Nüsse auf Soundcloud, dann könnt ihr immer die letzten Folgen runterladen. Nice. Klaus, ich bedanke mich, dass du dir dieser schweren Aufgabe gestellt hast. Es war wundervoll. Ich weiß, es ist jetzt knapp 17 Uhr, also du hast dein Frühstück schon verpasst. Ich hatte jetzt noch spät, könnte aber noch ein bisschen. Ach, da noch was gehen. Manchmal lasse ich auch stehen und mache später weiter. Das ist auch toll. Einfach weitermachen. Weil einfach so 2 Stunden auf dem Tisch vor sich hinschimmeln lassen. Dann. Ja, du weißt auch, wie lange Lebensmittel halten, mein Freund. Meine Scheiße. Ja. Ich denke aber, dass wir schon den Kern der Frage. Ja, das beste Frühstück, Skyr, ein Stück Butter. Cornflakes und Porridge. Skyr, Styropor und Porridge. Genau so ist es. In diesem Sinne wünschen wir euch fröhliche Nüsse. Ich mache nochmal den Beat. Bis zum Abendmahl.